Deutschlands schlechtester Evil Genius Spieler hat wieder zugeschlagen. Ja, der ist ja gleich tot. Weg mit dem. Komm, easy going. Sollte man kommen, die Agenten. Sollte man kommen. Jetzt zünd ja. Ach du Scheiße, was. Servus, moin moin und hallo bei Evil Genius 2. Yes, wir machen eigentlich da weiter, wo wir letztens aufgehört haben beim letzten Video. Und zwar heuern wir jetzt noch die letzten zwei Investoren an, hoffe ich mal. Und wir spüren den Partner des Zauberers auf, damit wir da ein bisschen weiterkommen in der Story. Genau, der Zauberer ist ja der Typ, der hier irgendwo rumläuft in meinem Casino. Dieser eine Superspieler, er hier da. Der Unterweltboss Incendio, genau, für den müssen wir noch irgendwas ausspielen. Und wie man hier sieht, wir haben das Casino, wir ein bisschen. Ah, wunderbar, perfekt, da kommen gerade Agenten. Ich habe nämlich das Casino ein bisschen umgebaut. Und zwar habe ich so eine Art Schlauchsystem gemacht, wie man sieht. Die müssen quasi erstmal einen ganz weiten Weg durchlaufen, durch ganz viel Ablenkung, bevor sie in die Basis kommen. Und ich glaube, das ist ziemlich schlau so, will ich jetzt mal unterstellen. Aber so ein bisschen schön hergerichtet, habe jede Möglichkeit hier gegeben, sich zu setzen, bla bla bla. Und am Schluss den langen Gang in die Basis habe ich gleich mit der Kamera ausgestattet, dass wir relativ früh Meldung bekommen, wenn hier Leute eindringen. Genau, sonst hat sich jetzt eigentlich nicht so viel geändert. Genau. Wir sind immer nur auf einer Ebene, die zweite Ebene werden wir uns aber jetzt demnächst dann bald vorkämpfen. Geld ist aktuell ganz stabil. Gut. Und jetzt gehen wir auf die Weltkarte, würde ich sagen. Und schauen, dass wir da mal ein bisschen vorwärts kommen. Wir wollen Investoren gewinnen. Genau, hier können wir schon mal Arbeiter wieder schicken für die neue Pläne. Ah ja, übrigens, wenn jemand Tipps hat, weil ich will gesagt, ich bin ja komplette Vollnoob in dem Spiel. Wenn jemand Tipps hat, wie man hier diese Superagenten besser los wird oder allgemein zum ganzen Spiel, wie man wo was baut, bla bla bla. Gerne mir schreiben, weil ich gesagt, ich bin der komplette Kacknoob. Ich bin über jeden Tipp eigentlich froh. Also gerne mir schreiben und helfen. Ist erwünscht. So, da haben wir auch schon wieder komplette Heat hier in Europa. Da haben wir noch einen Auftrag am Laufen, dann können wir fast nicht. Da ist die Atom-Olga. Oh, hier sind wir fast vom Überhitzen ganz schnell. Oh no, jetzt haben wir ein Problem. Da war eine Agentin. Australien ist Agenten. Oh no, jetzt haben wir da jemand auf uns aufmerksam gemacht. Und ich konnte es nicht deeskalieren. Ja gut, das ist jetzt eher etwas problematisch, sage ich jetzt mal an der Stelle. Okay, dann schauen wir jetzt dann mal, was passiert. Wenn jetzt. Oh no, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte keine Aktivität machen, wenn da der Superagent gerade aktiv ist. Die Scheiße. Hey, wie einfach wirklich alles mit so Agenten überflutet ist, da kannst du nirgends mehr dich ausbreiten. Lauter. Dafür wurdest du ausgebildet, Agent Steel. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Da versteckt sich ja da wieder jemand, ey. Wie halt wirklich jeder Landstrich mit Agenten zugekackt ist. Naja, gut, jetzt sind sie nicht mehr da. Starten wir hier mal einen schönen Plan. Also schauen wir in die Basis, wir werden es dann. Ah ja, okay. Boys, das. I will kill this one. Only if I must. Oh, ja. Der ist aber auch nicht so gut, der holt der Cowboy. Feel my wrinkled fist. Gut, Agenten sind am Schlüssel. Aber ich würde sagen, der Typ muss ich jetzt gleich mal erholen. Gut. Die ergeben sich schon. Ach so, ich bin so ein Vollidiot. Man sieht einfach, ich check in dem Spiel halt gar nichts ab. Okay. Ich behaupte jetzt gleich einen Agenten in meiner Basis wahrscheinlich, oder? Weil da irgendwas mit Agent Steel und so war. Ja, da haben wir schon jemanden. Was ist das? John Steel, Agent. Blablabla, 202, kompetenter Super. Kompetent super. Ein Vorzeigeagent
der gerechten Mächte. Äußerst Vorsicht ist geboten. Ach no, der ist einfach hergetaucht. Ja, also ich vermute es mal gleich, es wird darauf rauslaufen, dass wir gleich komplett zerlegt werden von diesem Cowboy. Weil ich Depp da so einen Plan mache. Das ist jetzt massiv belastend. Wir können schon mal unsere. Wie heißt's? Unsere Lady, die Zalika, oder? Yes. Marschiert jetzt. Der marschiert einfach durch den. Wie gut, fangen Kunst dann super geht nicht. Agent Steel has infiltrated the lair. Oh nee, jetzt haben wir echt so einen scheiß Agenten an der Basis. Schau mal, was jetzt passiert. Soll ich da einen Alarmknopf drücken, ist die Frage. Ich weiß nie, ob das so wirklich was nützt, aber ich würde sagen, das ist ein großer Alarm. Oh, da wird er auf. Ui! Da hackt er sich eh schon rein. Aber Zalika steht bereit. Wir haben die A aufgelevelt, also wir haben mehr Lebenspunkte. Also ist da, genau, euch brauche ich Wächter. Perfekt, er ist da vorne gleich mal gefangen. Gefangen, sage ich schon, aber. Da schieße ich es von hinten drauf und meine Agenten können uns alle draufkloppen, oder? Ja, Mann. Also, ein witziger Typ ist ein Jungspund. So ein kleiner süßer Cowboy mit Taucherbrille und Snorkel. Ja, der ist ja gleich tot. Weg mit dem. Komm, easy going. Sollte mal kommen, die Agenten. Sollte mal kommen. Haut ihr ab? Oh, das ist jetzt wieder unfair. Ach, das nervt halt einmal, okay? Das ist der Kampf vor der Tür. Es läuft nur so einer durch. Okay, jetzt kommen wir wieder rein. Was passiert? Hey, der Typ ist doch jetzt tot. Oh, hier, was war los? Der Name Steel kann alles überleben. So kann er das. Ja gut, großer Alarm beendet. Ich würde sagen, easy going, haben wir den zerlegt. Den Plepp. Noob down, sag ich nur. Ey, was ist da jetzt los? Ah ja, ich hab übrigens natürlich auch. Ich hab gesehen, wir müssen, da könnten wir ein bisschen was anders bauen in Zukunft. Da muss ich mal ein bisschen ausprobieren. Ich habe ein paar Ideen, wie man noch ein bisschen was anders gestalten könnte in dem Ganzen. Aber gut, das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Okay, das Casino ist leer gefegt. Vielleicht ist die neue Struktur auch nicht so gut. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. So, geldmäßig tippitopp, sage ich nur. So, ist jetzt da hier oben ein Agent? Nee. Was ist das? Worauf zeigt die Statue? 6 Wächter, 60.000. Ja, ich würde zwar eigentlich gern nach wie vor... Ich brauche jetzt diese scheiß Investoren mal. Aber hier ist halt alles mit super Hier ist kein Agent mehr. Dann ganz schnell Heat senken. Ebenfalls hier. So, aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Agent Steel ist tot. Alle haben's Angst vor uns. Okay, hier unten ist das Netzwerk einfach mal geschlossen. Okay, okay. So, und zwar jetzt. Hier, der unglaubliche Incendio, das ist der Zauberer. Perfekt, 4 Wächter, 6 Arbeiter starten. Und hier, gewinne Investoren. Stacy Sandbar ist sowohl in der Finanzwelt, passt, zack, lesen wir gar nicht weiter. Brauchen wir. Oh no, was ist jetzt hier los? Wieso untersucht jetzt die schon wieder hier und ihr habt doch jetzt hier gar nichts gemacht? Beseitige Bedrohung. Ich weiß ganz genau, wenn ich es jetzt mache, dass es nicht funktionieren wird. Habe ich gerade irgendwo was Falsches angeklickt, dass jetzt hier schon wieder Bedrohung ist, dass wir jetzt die Trümmerbolger gleich in der Basis haben? Ich bin echt zu blöd für das Spiel anscheinend. Ich habe durchgehend Trouble mit irgendeinen Cowboys. Durchgehend habe ich Trouble Boys. Speak your mind. Ja, dann würde ich sagen, platziere ich mir meine Helden alle wieder auf Abruf hier irgendwo. Hammer-Ermittler konnte im Gefangenhaus fliehen. Ja, dieser Spacken, ja. Ja, gut, fotografiert du mal schön rum, du wirst eh gleich wieder dingfest gemacht.
Okay, wir kommen gerade nicht zum weiteren Bau in der Basis, weil hier gerade Hardcore Trouble Action die ganze geboten ist. Geld schaut aber stabil aus. Wahrscheinlich sollte man eh dann diese, weil das kann man auch gerne jemand sagen, wie ist denn das? Sollte man eigentlich jetzt hier diese ganzen Produktionsbetriebe, also so wichtige Sachen, in eine andere Ebene verlagern, weil die Agenten kommen ja eigentlich immer in der Ebene hier halt auf dieser Höhe rein in die Basis. Sprich, dass ich wichtigere Sachen in den Keller verlagert oder so und hier in dem ersten Stockwerk eigentlich alles mit Fallen ausstatte, Fallengänge. Das wäre ganz cool, wenn das jemand sagen könnte. So, der Agent ist tot. Sehr schön. Also, wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, wenn mir das jemand beantworten könnte. Alter, jetzt müssen wir ganz so viele Wachen neu ausbilden. Also, ob man irgendwie vielleicht in der ersten Ebene, der wo wir sind, eher viele Fallengänge bauen sollte und dann die ganzen wichtigen Produktionsgebäude oder so in andere Ebenen verlagern soll. Gerne mir sagen. So, ich wahrscheinlich laber die ganze Zeit das Gleiche, aber es ist jetzt wichtig. Was passiert jetzt so? Kommt jetzt diese komische Trümmer-Bolger? Da gibt es am massivsten Stau, sehe ich gerade. My minions have learned how you managed to be in two places at once. You had a partner. Sie hatten einen Partner. Wir haben ihn geschaut. He's dead now, and I don't want to talk about it. We've all got darkness, you say. Sagten Sie Dunkelheit? You know who I am? Fine. Let me show you what I can do. Oh, will sie uns anschließen? Das wäre ja bezaubernd, wenn sie die uns anschließen könnte. A scheme has succeeded. Wurde mir jetzt noch nicht so klar kommuniziert. Was ist denn dort schon wieder los? Einladung Atom-Olga. Ja, da gar keinen Fall will ich die Atom-Olga einladen. Das hört sich einfach nur schön, brav aus den Angelegenen hier raushalten. Was ist jetzt hier eigentlich los? Wird jetzt mal hier besänftigt oder nicht? Ich habe gar keinen Bock, die Atom-Olga einzuladen. Was ist das an? Bisschen fertig macht mir das Ganze jetzt schon. Okay. Ah, jetzt bin ich endlich eingeflogen. Sehr schön. So, aber wie ist das jetzt? Ich habe jetzt hier gemacht. Bedrohung wird beseitigt. Also konnte ich jetzt davon ausgehen, dass dann diese komische Trümmer-Bola nicht in meine Basis kommt? Das wäre mir jetzt zum Beispiel sehr wichtig. Ich muss kurz vorspulen. Eine Welle von Superagenten ist eingetroffen. Komm, jetzt mal irgendjemand erklären, was hier passiert. Ich habe doch jetzt die Bedrohung gesenkt. Alter Vater, jetzt habe ich gleich Superagent in meiner Basis. Da kotze ich doch schon wieder alles voll. Ja, bringen wir heute halt unsere Cowboys in Position. Hä, für was habe ich da jetzt gerade... Ich kümmere mich gleich um diesen Auftrag mit dem Bühnenzauberer Incendio, oder wie du heißt. Ja, ich verstehe schon, wir müssen jetzt hier gleich... So, der hat noch Informationen nur erhalten, oder wie? Verdammte Scheiße! Kann man nicht um alles kümmern hier, ne? Aber wenn ich jetzt eine Superagent in der Basis habe... Die Frage ist, von wo kommen die? Aber ich habe jetzt echt gemeint, ich habe jetzt die Trümmerbowler abgewimmelt. Aber anscheinend ist das halt überhaupt nicht so. Da gibt es einen Hafen. Okay. Okay.
Dann machen wir das jetzt mal so lange. Probevorstellung. Ja, der eine Agent ist eh schon weg, der wo jetzt Informationen hat. Also keine Ahnung, ob ein Casino-Aufbau gut ist. Aber eigentlich warte ich jetzt gerade drauf, dass diese komischen Superschurken bei mir in der Basis eindringen. Muss Kaiser eine Welle Superschurken ist unterwegs. Okay, okay. Oh! Incendio zaubert uns geile Tricks herbei. Da schaut einfach, es ist ein bisschen traurig, dass keiner zuschaut. Er gibt hier sein Bestes ungefähr. Macht ein Riesen. Ah, okay, danke, jetzt hat er zwei Zuschauer. Das freut schön. Das freut mir. Da düster weg. Scheiß Agent. Sind jetzt Superschurken zu mir unterwegs oder nicht? Naja, was sind die nächsten Bauvorhaben? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ah ja, wir wollen ja in der Story vorwärts kommen, das ist ja eigentlich das größere Ding aktuell. Gut, da gibt's Geld, die Belohnung holen wir so anders ab. Nebenhandlung. Incendio will dir seine Talente zeigen. Gut, die Zauberschau läuft aktuell. Hauptmission. Lade Investoren in deinen Unterschlupf ein. Da sind wir gerade dran. Gut. Dann gibt's ja eh einiges zu tun. Wir erforschen hier weiter, würde ich sagen. Wissenschaftler Weitbart erhöht die Moral aller Wissenschaftler. Ja, genau, ist immer gut. Wissenschaftler sagt, boosten wir den mal, wenn wir da Forschung weiter vorantreiben. So, sind wir gleich durch mit dem Auftrag. Das ist, ach du! Scheiße. You lying weasel. Da war die Trümmerbruder. Sie lügen, der Betrüger. Sie hatten gesagt, dass sie diesen Ort zu einer heißen Sache machen werden. Und das habe ich getan. Was sagen Sie zu all den Aufmerksamkeit, die Sie hier aufziehen? The wrong kind of attention. I never pay for anything, if I can help it. Jetzt zündet ja. Ach du Scheiße, was... Minions, find and kill Wrecking Bola. Und dann den Typen, ich würde an Incendio. I need that intruder located and taken care of. There's work to do. There's an intruder here. Ja gut, GG boys. Komplett GG. And I'll chew through your goons and be back home in time for breakfast. You haven't beaten me. You've just caught me between strikes of my hammer. I've calculated your odds of winning. They're not going. A wise choice. Haben wir sie quasi tot gemacht, diese scheiß Trümmerbola oder wie es heißt, oder? Aber die haben uns als komplette Casino abgefackelt. Heut Maul. Also. Deutschlands schlechtester Evil Genius Spieler hat wieder zugeschlagen. Ach, Holz Maul, oder? Wir haben diese Kack-Trümmerbola gerade zwar komplett geroastet, aber kurz davor hat sie uns einfach das komplette Casino weggebrannt. Wir haben keinen einzigen Einrichtungsgegenstand mehr drin. Was passiert hier denn? Aber gut, von mir aus soll es so sein. Baue ich wieder auf, aber das mache ich in dem Stream. Ich sollte das mal dann wieder offstream einfach, weil das in dem Stream, wenn ich kein Video aufnehme, weil das langweilt ja auch nur massiv. Ich schaue, dass wir jetzt den letzten Investor noch kriegen, dass wir da in der Story vorwärts kommen, weil. Ach du Scheiße. Belastend, sage ich nur.
An intruder has been captured. Ich muss mal kurz hier überall die Bedrohung sehen, dass ich mir so geile Langzeitpläne mit viel Cash aufsetzen kann. So, hier. Konnte ich was für richtig viel Geld machen? Aber ich will doch eigentlich einfach nur Investoren anlocken, aber wo gibt es denn aktuell Investoren auf der Map? Ich bin ich einfach schon komplett blind. An intruder has escaped captivity. Ja gut, du kannst schon abhauen und send you, du kehrst mal eh schon. Also anscheinend bin ich zu blöd für das Spiel. Ich sehe hier einfach nirgends mehr, wo ich Investoren anlocken kann. Research has been paused. Hier. Hier könnte ich jemanden anheuern, oder? Ja, also ich muss irgendein Netzwerk schließen. Passt, wir schließen das da hier oben zum Beispiel. Weil da habe ich eh schon einen Agenten drinnen und da habe ich jetzt einfach auch keinen Bock drauf. So, zack. Und hier erkunden wir jetzt ein neues Netzwerk und da gehen wir dann hin auf Investorenjagd. Zack, gar keinen Bock mehr jetzt da. Eine Welle von Ermittlern ist schon wieder eingetroffen. Meine Füße. Wir haben einfach keinerlei Casino mehr. Ich war bloß wahrscheinlich so eine Grunderstattung, grobe. Zack. Hier war eine Bühnenshow und hier war eine Bühnenshow. Die haben halt einfach das komplette Casino abgefackelt. Was passiert hier denn, frage ich mich so. So, jetzt ist der Typ gleich wieder. Ein Gegner Unterweltboss. Was der gleich ist, ist der Unterweltboss. Was muss ich mit ihm jetzt eigentlich machen? Verhören Incendio in ein, mit an. Verhöre Incendio an einem Gefrierstrahler. Über einen Verhörstuhl. Und einen Gehirnwäscher. Aber ich habe keinen Gefrierstrahler. Was zur Hölle labert die Spüche wieder? Ich speichere jetzt mal ganz kurz an der Stelle, weil dann verhören wir mal auf einem normalen Verhörstuhl und wir schauen, was dann passiert. Ob es dann wieder komplett GG ist. Die haben das komplette Casino hops genommen. Jetzt gehen wir nur wieder Ermittler, aber das ist mal Wurst. Gehen wir kurz auf die Weltkarte, solange ob wir das irgendwo Investoren gewinnen können. So, bau das Netzwerk mal schnell auf. Gut, ich konnte jetzt diese Cowboys halt wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich ablenken, weil ich ja quasi kein Casino mehr habe. Lol. Legally. So, hier. Letzter Investor. Let's fucking go. So, schaffen wir jetzt wenigstens noch die Mission. Der Aufnahme in diesem Video hier und dann nächstes Mal wird's wild.
so eine Scheiße einfach, was da hier passiert ist. Aber ich freue mich über die Tipps. Research has resumed. Ich verstehe nicht, aber ich stehe jetzt einfach so in dem Raum. Alles klar. Dort wird eine Bühnenshow geboten, also kann easy going. We have captured an intruder. Der wurde jetzt aber gefangen. Ich glaube, das ist einfach falsch, aber verhör ihn an einem Gefrierstrahl. Dieser Boxer. Aber das ist ja nicht. Doch, das ist wirklich die Falle Gefrierstrahl gemeint. Hä? Verhöre Incendio an einem Gefrierstrahler. Oder ist es einfach was, wo ich noch nicht freigeschalten habe? Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wenn einer der Typ am Schlüssel ist, ist er super easy. Dieser böse, böse Unterweltboss, da wird er wohl gefoltert. Bisschen im Hirn rum, Doktorin. An intruder has given us their secrets. Okay, wir haben also. Ja, gut. An intruder has been captured. Ja gut, da kümmern wir uns auch mal anders drum. So, ich muss einfach den letzten Investor noch schnell haben. Das dauert ja auch wieder ewig. Da spulen wir jetzt mal schnell vor. Den will ich jetzt noch haben, dass wir wenigstens irgendwas geschafft haben. Also, dass unser komplettes Casino abgefackelt ist, dass wir zweimal, dass wir nur einen, was wird auch nicht heißen, Agent Steel in der Basis hatten. I don't know, was ich alles falsch mache in dem Spiel. Ja, ja, ja. So, demonstriere das Void-Gerät im Refugium. Ah, und da geht es dabei Void-Gerät endlich mal weiter in der Story. Sehr schön. Gut, dann demonstrieren wir die Maschine. Da kommt schon der erste Forscher. Ist ja dem Gefrierstrahler, das leuchtet mir noch nicht ganz ein. Aber es steht der Gefrierstrahler da, nicht? Sehr schön, Forschung ist durch. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert jetzt hier. Hochmotiviert auf jeden Fall ist herangestapft. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass Chefin mit dabei ist. Ja, dann sind halt die Tresorräume voll, ist jetzt mir gerade egal. Ich will jetzt hier, ich will hier Ergebnisse. Aber wen demonstriere ich das denn? Hä? Oder müssen jetzt die Investoren anreisen? Another experiment requires my attention. Yes. Also ab und zu ist die Spur aber schon wirklich nicht gut erklärt. Tut mir echt mal leid. I have lab rats smarter than this. Another experiment requires my attention. Looks like this needs a little bit of help. Alles klar, ich verstehe. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, 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 gut. Ah, die haben alle perfekt abgelenkt. Easy going. Ah, es kommen auch wieder mal ein paar Gäste auf dem kleinen. Ah ja. So, so und nicht anders.
Ja, gut, aber... Und wie... An intruder has escaped captivity. Ja, dieser dumme... Ich hätte hier also zu. Okay, es passiert wieder mal nichts. Das Spiel ist auch nicht gut erklärt. Das, mir sagt das Spiel einfach nicht, was es da jetzt machen muss. Ach, endlich kommt der Mensch. Dann kann es demonstriert werden. An intruder has been captured. Sag schon nichts mehr. Let's go. Kommen wir zum persönlichen Abschluss. Darf ich Sie an den Tisch bitten? Ach, und sie stellt sich einfach in die Mitte. Also hier die super crazy lady ist oder was? So, jetzt setzt euch mal hin, Cowboys. Ullala. Ja, die haben sich den Geierplatz gesucht, die zwei da hinten. Ja, wir schon drin flacken. So wie, keine Ahnung, im Strip-Lokal flackt man wahrscheinlich auch so drin, oder? Und sie steht. Sehr. Weiß schon. Geldtechnisch sind wir jetzt auch schon wieder komplett top. Aber gut, ach komm. Scheiß doch, treffe ich mir mal jetzt einfach den Raum größer, wir müssen irgendwo unser Geld hinspenden. Da hauen wir. The heat of a criminal network has attracted the forces of justice. Ja. Forces of justice am Arsch. Wir machen einfach unser Refugium riesengroß, weil es mir einfach wurscht ist. Sehr schön, läuft, Freunde, läuft. So schaut's aus. Das läuft. Jetzt mache ich hier kurz die Konferenz mit den Investoren. Dann ist das Pferd im Sack. Task complete. Sammle Void-Daten auf der Weltkarte. Alles klärchen. Goodbye, Investoren. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. War sehr nett übrigens mit euch. Und da machen wir auch Ende in dieser Folge. Spannend war es vielleicht nicht. Einfach nur chaotisch. Aber gut, ich freue mich um die Tipps. Und dann sehen wir natürlich in der nächsten Folge bei Evil Genius. Hoffentlich mit neuen Erkenntnissen und mehr Action. Bis dahin, alles Gute, wiederschauen und reingehauen.